Sich fit zu halten, auch bis ins hohe Alter, ist die Devise der Zeit. Durch Wald und Flur gejoggt sind schon immer viele, auch per Rad durch die Gegend gespurtet. In Schwimmhallen oder gerade jetzt in den Freibädern sind die Bahnenschrubber zu beobachten. Aber alle drei Sportarten zu vereinen, komplett Spaß dabei zu haben und tolle Zeiten zu erreichen, Triathlon hat schon was. Zum 7. Mal gibt es in diesem Jahr den Zwickau-Triathlon. Am 22. September erlebt Zwickau die bereits 7. Auflage des mit Eröffnung der Glückauf-Schwimmhalle ins Leben gerufenen Zwickau-Triathlons. Bewährterweise beginnt der Dreikampf mit dem Schwimmen auf den 50-Meter-Bahnen der Schwimmhalle. In 9 Wellen mit maximal je 64 Startern pro Welle gehen die Athleten ins Nass. Es folgt der Radkurs mit dem Abstecher ins Westsachsenstadion und das Laufen entlang der Muldepromenade. Der Zwickau-Triathlon ist neben den angebotenen Distanzen olympischer, Jedermann- und Einsteiger-Triathlon sowie dem Kinder- und Junior-Triathlon auch diesmal wieder Ausrichter der Sachsenmeisterschaft im Sprint. Sehr beliebt sind auch die Staffelwettbewerbe für Firmen und Vereine der Region. Erstmals wird auch ein Familientriathlon über die halbe Einsteigerdistanz ab einem Mindestalter von 10 Jahren angeboten. Auch die Offiziellen der Stadt schätzen das Engagement der Organisatoren und Helfer dieser Sportveranstaltung. Ich glaube, beim 7. Mal muss man wirklich sagen, eine gute Tradition. Und es ist ein Top-Event für die Stadt, ein top-sportliches Event. Es hat sich fest etabliert und eigentlich so ein bisschen der Abschluss der Freiluftsaison, kann man wirklich so sagen, von allen Sportarten. Und dass es jetzt mehr so ein bisschen in den Volkssportcharakter geht und nicht so ganz oben leistungsmäßig eingesiedelt ist, wie zum Beispiel Pöhl? Das würde ich gar nicht so sagen. Wir haben ja immerhin auch eine Sachsenmeisterschaft. Und das Besondere ist wirklich, dass es eben auch so breit gefächert ist für Familien, für Schüler, für jedermann, für Vereine. Und das macht doch das Besondere aus, auch sich mal mit Leistungssport zu messen. Mit Stefan Bauer vom einheimischen Schwimmverein 04 geht ein Qualifikant des legendären Ironman auf Hawaii an den Start. Er nutzt die Gelegenheit auf der olympischen Distanz als einen letzten Test für das am 12. Oktober auf Hawaii startende Rennen. Zwickau und Hawaii, da stimmen doch weder Temperaturen noch das Terrain überein. Welchen Sinn macht Zwickau? Ist schon nochmal, es ist zwar eine kurze Distanz, aber es wird trotzdem eine harte Einheit. Ich versuche die halt so schnell wie möglich zu machen. Im Kontrast zu meinen anderen längeren Trainingseinheiten, die eher ruhiger sind, tue ich hier nochmal richtig powern. Wie sehen die letzten Vorbereitungen im Detail aus? Jetzt keine Experimente mehr kurz vorm Wettkampf, was ganz Neues auszuprobieren. Da ist einfach das Risiko einfach zu groß, dass es schief geht. Und an Trainingseinheiten, also wie gesagt, eher längere, ruhigere Einheiten und gepaart mit ein paar Krafteinheiten, ein paar Klimmzüge und Liegestütze, das gehört zum täglichen Programm mit dazu. Die prinzipielle Frage bei diesem Sport muss an dieser Stelle auch gestellt werden. Wie ist Stefan Bauer Triathlet geworden? Fasziniert hat es mich schon immer und durch einen kleinen Familientriathlon ging es halt los und ich habe mich dann halt reingesteigert und habe Gefallen daran gefunden, längere Distanzen da auszuprobieren. Und über Olympisch, Mitteldistanz habe ich bis zur Langdistanz gefunden. Habe 2010 meine erste gemacht in Rot und kam ins Ziel und habe gesagt, das war nicht meine letzte. Und somit sind jetzt mittlerweile schon 6 Langdistanzen zusammengekommen. Meine liebste ist halt bis jetzt immer in Klagenfurt am Wörthersee, wo ich mich dieses Jahr halt auch qualifiziert habe für den Ironman Hawaii. Der mit welchem Ziel angegangen wird? Das Dabeisein zählt dort am meisten. Ein bisschen Ehrgeiz hat man ja trotzdem. Also wenn ich dort im Hellen ins Ziel komme, dann ist mein größter Traum in Erfüllung gegangen. Also mehr geht nicht, denke ich. Das ist das Happy End. Ein derartiges Vorhaben ist kaum allein zu schultern. Da gibt's viele Unterstützer. Ja, also die Familie, die hat mich sehr unterstützt. Nach der Qualifikation dann. Die haben alle quasi Freunde, Familie, wirken da als kleine Sponsoren quasi und haben mir auch geholfen, andere Sponsoren noch zu finden. Da ist halt zum Beispiel der Bike-Profi als Radladen, der mich unterstützt. Und als Großsponsor sage ich jetzt mal die Firma P&M Nutzfahrzeuge. Nochmal zurück in die Muldestadt.
Unabhängig von der Platzierung wird diesmal unter allen Teilnehmern ein von den Bike-Profis Zwickau gesponsertes Mountainbike verlost. Neu ist auch, der Zieleinlauf wird komplett gefilmt und jeder Teilnehmer kann seine Sequenz kostenlos herunterladen. Weitere Infos unter zwickau-triathlon.de.